Ja, Objektorientierung ist natürlich mehr als jetzt nur eine Klasse und ein paar Methoden. Wir wollen ja auch über dieses fantastische Thema Vererbung reden. Ja, erinnert ihr euch noch daran, als ich sagte, unser View-Controller extendet die Klasse UI-View-Controller? Kann also alles, was ein UI-View-Controller kann. Und genau das müssen wir uns halt jetzt auch mal anschauen, gehört zu Swift dazu. Ich kann's ja nicht ändern. Ich versuche halt trotzdem, es so spannend wie möglich zu machen und ich hoffe, ihr gebt mir recht. Also, dann bleiben wir nochmal bei einem Playground, machen uns einen neuen Playground, sind im Step 11. Mein Gott, das geht ja wie's Pizzabacken hier. Und wir reden mal über Vererbung. Ja, spannend. Spannendes Thema. Ja, machen wir es doch mal einfach. Das ist ja immer so die Idee, nicht? Also löschen wir mal weg, was hier steht. Machen wir uns doch eine Klasse Rechteck. Ah, ich höre schon einige lachen, die früher meine Videos gesehen haben. Leute, warum schaut ihr euch das denn nochmal an? Ihr könnt das doch alles. Also eine Klasse Rechteck. Bleiben wir mal deutsch hier und das ist ja für dieses Beispiel auch sicherlich mal erlaubt. Unser Rechteck soll zwei Variablen haben, natürlich vom Typ Integer. Das eine ist eine Breite vom Typ Integer und die ist zunächst einmal 0 und das andere ist eine Länge. Ach, und ich sehe es schon, Leute, unangenehm, ne? Variablen mit Umlaut, dürfen wir machen in Swift. Swift ist voll Unicode. Ist nicht schön, werdet ihr auch bitte nicht tun. Habe ich euch auch nie gezeigt, aber es geht. So, und wenn wir nun so ein Rechteck hätten mit einer Länge und einer Breite, dann können wir uns doch eine Methode machen, auch wieder mit die die Fläche berechnet. Jetzt kommen wir nämlich mal zu einem interessanten Punkt. Unsere Fläche soll einen Integer zurückgeben, nämlich Länge mal Breite. Ne? Besonders kompliziert ist es nicht. Wie sieht das denn aus, die Syntax in Swift? Die sieht so aus, ist einfach ein Traum, dass wir sagen, Fläche ist eine Methode, hat keine Argumente, liefert aber eine Zahl vom Typ Integer zurück. Wunderbar, oder? Da könnt ihr doch jeden gleich mit begeistern, wenn er ihm diesen Quelltext zeigt. Ja, und was machen wir? Wir geben tatsächlich etwas zurück, nämlich die Länge mal die Breite. So, jetzt ist es aber auch. Jetzt machen wir uns eine Konstante, das dürfen wir gerne tun. Unser Rechteck. Und das ist ein Rechteck. Dazu haben wir es ja gerade gebaut. Unser Rechteck hat eine Länge von 5 und unser Rechteck hat eine Breite von 4. Und dann ist doch die Frage, was hat denn unser Rechteck für eine Fläche? Ja, wer hätte das gedacht? Wenn denn der Playground läuft, unser Rechteck hat eine Fläche von 20, weil 5 mal 4 immer noch 20 ist. Also gar nicht so kompliziert. Jetzt können wir es aber nach und nach mal komplizierter machen. Ich muss euch ja auch was zum Thema Swift zeigen. Und zum Thema Initialisierer. Und das packen wir jetzt hier einfach frecherweise mal mit rein. Was haben wir? Eine Klasse Rechteck mit zwei Properties. Die sind vom Typ int, haben einen Wert. Damit, wenn ich dann sage, mach mir bitte ein Rechteck, ist alles okay. Denn die Werte sind mit 0 vorinitialisiert. Jetzt ist das aber häufig so, ich habe das nur ohne, dass ihr es gemerkt habt, bisher immer so gemacht, ne? Bin ja gemein. Jetzt ist das nämlich häufig so, dass ich gar keinen Vorgabewert, einen Initialwert habe, sondern der muss mitgegeben werden, wenn sich beispielsweise jemand ein Rechteck als Objekt hernehmen möchte. Ja, wie spannend.
Das heißt, normalerweise habe ich in einer Klasse unter Umständen nur Properties und einen Typ von dem entsprechenden Property, aber keinen Vorgabewert. Also eben nicht die Zuweisung auf Null. Und schon ist alles kaputt. Und was sagt uns hier der Compiler? Der sagt uns, lieber Frankie Baby oder wie auch immer du heißt, du hast hier einen Fehler gemacht, denn Rechteck hat keine Initialisierer. Also, ich brauche jetzt einen Initialisierer. Um Himmels Willen, was ist denn das? Ein Initialisierer kann unter Umständen auch Parameter haben. Lassen wir aber mal weg im Schritt 1. Initialisierer. Und ich sage, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich habe ja jetzt einen Initialisierer. Also hier unten haben wir keinen Fehler mehr. Aber hier haben wir einen. Ein Return from Initializer without initializing all stored properties. Ach, Xcode ist so fantastisch, oder? Hier, das sind stored properties, gespeicherte Instanzvariablen, Attribute, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Und nicht alle, sogar im Moment kein einziger, weil wir ja keine Zeile Quelltext getippt haben, hat jetzt einen Initialisierungswert. Also schreiben wir mal hin in unserem Initialisierer, dass die Breite gleich 0 ist und die Länge auch. Ja, jetzt werdet ihr sagen, hör mal, hat sie der noch alle, unser Frankie Baby? War doch eben viel eleganter, oder? Wenn ich gleich den Wert zuweise. Ja, das mag sein, aber unser Initialisierer wird schon im nächsten Video etwas anders sein. Und da ich ja so Cliffhanger will und kurze Videos will, mache ich jetzt Schluss und ziehe euch einfach, ob ihr wollt oder nicht, in das nächste Video hinein.